Heute will ich wissen, welche Bärte die Frauen der Schöpfung bei uns Männern gut finden. Ja Leute, wen kann man da besser fragen als eine Frau? Franziska sitzt heute neben mir. Ich habe ein paar Fotos rausgesucht von verschiedenen Bartstyles bzw. von verschiedenen Arten von Bärten. Und Franziska sagt einfach, was sie davon hält und ob die Frauen der Schöpfung die Bärte gut finden oder eher nicht. Ganz wichtig noch kurz, bevor wir loslegen. Franziska hat die Bärte nicht gesehen, ich habe sie rausgesucht. Und ich bin wirklich gespannt, was Franziska dazu sagen wird. Ich will nicht mehr lange schnacken, sondern starten wir direkt mit Bart Nummer 1. So, der erste Bart ist dieser hier. Nennt sich Ankerbart, also Anker, wieder Anker vom Schiff. Ja? Macht Sinn, ja. Was sagst du zu diesem Bart? Nicht mein Ding. Nicht dein Ding? Nee. Warum nicht? Das sieht aus, als ob da was fehlt irgendwie unterm Schnauzer. Also es sieht irgendwie merkwürdig aus. Und geht es hier unten weiter? Ja, eher so am Kinn, am Wangen? Kennst du? Nee, geht nicht. Das ist Iron Man. Ja, richtig. Ja. Ich wollte gerade sagen, kennst du den Schauspieler? Ja. Iron Man, mega Film, mega Typ, aber Bart geht nicht, gar nicht, nee. Und was sagst du grundsätzlich, was sagen die Frauen dazu? Auch eher weniger. Ich glaube, schwierig. Okay. Schwierig. 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 Machen wir weiter mit Bart Nummer 2. Den nennt man den Knebelbart. Das ist eine Abwandlung von dem Bart, den wir gerade hatten. Ja? Und der erinnert mich immer so an die drei Musketiere. Aber da muss ich kurz was fragen. Ja. Findet der nur vorne statt? Eigentlich findet der nur vorne statt. David Beckham trägt ihn jetzt noch mit Stoppeln dazu. Das sieht natürlich noch ein bisschen, sag mal so, schöner aus. Was sagst du denn grundsätzlich zu dem Bart? Es ist jetzt natürlich unfair, weil David Beckham ihn trägt. David Beckham sieht generell gut aus. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja? Ja. Okay. Also ich finde auf jeden Fall besser als der erste, weil mir das an den Wangen immer nichts ist. Ich finde, das sieht immer komisch aus, wenn da irgendwelche Lücken im Bart sind, auch wenn es Absicht ist. Ich glaube aber, das kommt jetzt auch ganz stark darauf an, wer ihn trägt. Da bin ich nicht ganz objektiv. Ich hab nur gut aussehende Männer hier rausgesucht. Ja? Ich habe nur gut aussehende Männer rausgesucht. Das wird da jetzt auf jeden Fall... Schwierig wird es jetzt, schwierig. Weil, aber ich denke mal, er kann auch alles tragen. Aber wenn man jetzt das Gesicht weghalten würde, fände ich es trotzdem. Ich glaube, das ist typabhängig, aber es kann gut aussehen. Okay. So ein bisschen Hipster. Okay, also ein Knebelbart mit Drei-Tage-Bart in Kombination geht noch so gerade. Und Knebelbart ohne Drei-Tage-Bart wäre dann eher wieder weniger dein Ding. Wird aussehen wie so ein Franzose. Könnte auch gehen. Okay. Machen wir weiter mit Bart Nummer 3. Oh. Der Mustache. Der schöne, alte, gute Schnurrbart, den viele Männer im Movember tragen. Was sagst du zum Schnurrbart? Finde ich cool. Findest du cool? Finde ich cool. Echt jetzt? Ja, finde ich cool. Okay. Halt aber nicht für immer. Ich glaube, das ist kein dauerhafter Look, den man tragen sollte. Ich weiß nicht, mal für eine kleine Typveränderung, mal für einen Monat, für 2, 3, ich weiß es nicht. Aber finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Okay, alles klar. Also wenn ihr mich bald mit einem Schnauzer seht, also mit so einem Pornobalken auf der Lippe, ja, dann wisst ihr, woran das liegt. Ja. Nein, ich finde es nicht schlecht. Es sieht halt witzig aus, finde ich. Ja. Was es nicht unbedingt so alltagstauglich macht, würde ich sagen. Aber für 1, 2 Monate? Also November, Dezember kann man Schnauze auf jeden Fall tragen. Alleine aufgrund des Movembers. Ist halt eine Abwechslung, finde ich ganz cool. Okay. Next one. Das ist eigentlich, ich würde mal sagen, kein Bart, sondern ich habe den einfach mal mit reingenommen aus dem Grund, weil viele Männer, die sich einen Bart wachsen lassen wollen, aber keinen Bart wirklich haben, lassen sich dann einfach so einen komischen Pflaum stehen. Ja? Und jetzt mal einfach deine Meinung als Frau dazu, wenn du einen Mann siehst, der so einen Pflaum jetzt hat wie der Justin Bieber hier, was gibt dir das für einen Eindruck? Ich finde, das sieht immer eher ungepflegt aus. Mhm. Weil dadurch, dass man den wahrscheinlich nicht so in Form rasiert, weil da nicht so viel Haar ist, sieht es immer ein bisschen ungepflegt aus. Und die Art Bart, die er sich da hat wachsen lassen, sieht aus wie so ein Trucker. Wie so ein LKW-Ultra. Finde ich, geht beides gar nicht. Okay. Weder noch. Also entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Wir wissen ja auch, wie er ohne Bart aussieht. Der sieht ja auf jeden Fall besser aus. Also in diesem Fall einfach abrasieren und fertig. Ja. Bin ich genau bei dir. Also liebe Männer da draußen, wenn ihr euch einen Bart wachsen lasst und das irgendwie noch nicht funktioniert, weil ihr vielleicht noch zu jung seid oder weil das Bartwachstum einfach noch nicht so gut ist, wie es hätte sein sollen, dann rasiert den Pflaumen einfach weg. Es sieht einfach nur ungepflegt aus. Und by the way, falls du persönlich auch irgendwie Probleme hast mit deinem Bartwachstum, dann check mal den Bartroller aus. Mit dem Bartroller kannst du einfach das Maximale aus deinem Bart herausholen. Du kannst deine Barthaare aktivieren. Du kannst halt deinen Bart wesentlich voller aussehen lassen, wenn du den Bartroller regelmäßig verwendest. Den Link zum Bartroller packe ich dir unten in die Infobox rein. Also falls du ebenfalls so Probleme hast mit deinem
Bartwachstum, check den auf jeden Fall mal aus. Machen wir weiter mit dem nächsten Bart. Und zwar den Vollbart. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ja, du kannst natürlich nur was Gutes sagen, ja. Weil ich aktuell gerade neben dir sitze. Was sagst du dazu? Gefällt mir am besten. Gefällt dir am besten? Ja, ich glaube, es ist auch der universellste Bart. Ich glaube, Männer, die einen Bart haben, steht diese Bartfrisur. Nennt man das? Ja. Bartfrisur? Bartstyle. Diese Bart, ja, diesen Bartstyle auch am besten. Es ist ein bisschen länger als 3-Tage-Bart, aber auch nicht zu lang Hipster, sondern eigentlich genau das, was du jetzt gerade trägst. Finde ich super. Mhm. Also bei ihm gefällt mir das auch ganz gut. Ist ja auch ähnlich wie bei dir, weil ihr auch noch lange Haare habt. Also das ergänzt sich sehr gut und der Übergang ist halt auch schön. Oh, apropos Übergang, ich würde jetzt nicht mehr brechen, aber das ist halt extrem wichtig. Das machen halt viele Leute beim Vollbart halt falsch. Du musst halt schon trotzdem deine Wangen, ja, rasieren und halt auch unten in der Halsregion das alles schön rasieren, wie der das hier auch gemacht hat. Weil so sieht halt auch ein Vollbart gepflegt aus. Ein Vollbart kann nämlich auch ungepflegt aussehen, aber ein gepflegter Vollbart oder ein gepflegter, längerer 3-Tage-Bart, sag ich mal so. Ein 6-Tage-Bart. Der läuft auf jeden Fall und kommt auch bei den Frauen gut an, sagst du? Ja, mega. Ich habe für den Vollbart jetzt einfach nochmal ein anderes Beispiel rausgesucht, aus dem Grund, weil man jetzt nochmal sieht, wie viel die Haare auch an dieser Stelle ausmachen. Und zwar haben wir den nächsten hier mit Vollbart und zwar mit kurzen Haaren. Und da sieht man, das liegt ganz anders. Aber da sieht man auch, dass der immer passt, der Bart. Also ich finde nach wie vor, auch wenn er jetzt sehr kurze Haare hat, er hat an den Seiten halt nicht zu kurze Haare, was eigentlich auch nochmal wahrscheinlich dieselbe Länge hat wie der Bart. Finde ich auch mega. Also da sieht man, dass der wirklich mit kurzen und mit langen Haaren gut funktioniert. Mhm. Und dass ein langer Bart nicht unbedingt da sein muss, wenn es lange Haare auf dem Kopf gibt. Also, genau. Also langer Bart geht auch mit kurzen Haaren, genau. Wie der Mr. Chris Hemsworth ja hier zeigt. Also sieht auf jeden Fall sehr die gut aus. Die Seiten könnten sogar noch kürzer sein, finde ich. Man könnte einen Fake reinmachen, das stimmt. Genau. Machen wir weiter mit dem nächsten Bart. Das ist nämlich gar kein Bart. Ich war ganz so, ist es falsch? Das ist der Thomas, der müllert die ganze Zeit ganz schön gut. Was sagst du zum Thomas? Finde ich prinzipiell gar nicht schlecht. Es kommt, finde ich, auf die Kopfform an. Also wenn Männer einen sehr markanten Schnitt haben oder sehr markante Wangen oder Wangenknochen, so ich glaube Christian Bale ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, dann sieht es auch ganz gut aus, weil man das einfach sieht. Weil unterm Bart geht es dann halt sonst verloren, finde ich. Und beim Thomas? Ja, ich glaube, hat man ihn schon mal mit Bart gesehen? Nee, keine Ahnung. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen. Man hat ihn oft mit Rasierpickelchen gesehen. Ansonsten kennt man den eigentlich echt tatsächlich nur ohne Bart. Aber grundsätzlich würdest du sagen, Frauen... Es gibt ja viele Frauen, die mögen auch kein Bart. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, woran das genau liegt. Also sagst du, ja? Ja. Okay, und für dich? Ich glaube, weil viele Frauen, das ist auch der springende Punkt, dass viele Männer ihren Bart einfach nicht richtig pflegen, würde ich sagen. Mhm. Und dass Frauen das damit assoziieren, dass Bart immer ungepflegt ist. Also, dass man sich quasi nicht rasiert oder dass man sich nicht pflegt. Mhm. Wenn man keinen Bock hat, sich wirklich um den Bart zu kümmern, dann macht ihn einfach ab. So, dann umgeht man quasi das Problem. Aber prinzipiell ist kein Bart definitiv auch eine Option. Okay. Klar. Der nächste, und zwar der ganz klassische 3-Tage-Bart. Finde ich ganz gut. Ich finde die längere Version ein bisschen schöner. Ich glaube aber, dass die kürzere Version, ich würde jetzt mal sagen, mehr akzeptiert wird vielleicht. Oder auch Frauen jetzt. Ja. Ja? Ja. Also es ist noch mal ein bisschen kürzer. Man sieht trotzdem, ich würde jetzt mal sagen, männlich aus. weil man halt einen Bartwuchs hat. Es sieht auf jeden Fall ordentlicher aus und es ist auch weniger Arbeit. Finde ich aber ganz schön. Ist okay. Ich finde, es passt ganz gut auch zu seiner Frisur. Also kurzer Frisur mit einem 3-Tage-Bart, Daumen hoch. Daumen hoch, ja. Ja? Ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Bart. Der nennt sich Ducktail. Und zwar. Ducktail? Ja, so heißt der Bart. Kennst du den Schauspieler übrigens? Ja. Ja, wie heißt der? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß, dass er bei Sons of Anarchy mitspielt. Richtig. Also Ducktail aus dem Grund, weil es einfach so nach vorne geformt ist. Aber so ein vollerer Bart, der ein bisschen nach vorne geht, der ein bisschen in Form getrimmt ist. Auch interessant mal hier in diesem Beispiel jemanden zu haben, der wirklich einen blonden Bart hat und auch blonde Haare hat. Also vom Typ her einfach mal ein ganz anderer ist. Was sagst du dazu? Erstmal gefällt mir das ganz gut, aber das gefällt mir eigentlich immer ganz gut, wenn der Bart von Natur aus eine andere
Farbe hat wie das Kopfhaar, Deckhaar. Ja. Ist ja bei dir eigentlich auch ein Stück weit. Dein Bart ist ein bisschen rötlicher und ein bisschen dunkler als deine Haare auf dem Kopf. Finde ich ganz schön und es ist bei ihm auch. Ich finde ihn ein bisschen zu spitz. Ich glaube, abgerundeter wäre es auch ein bisschen natürlicher. Was sagst du grundsätzlich zu den Frauen? Ich glaube, die Form ist schwierig. Okay, ich glaube, das war's mit dem Bart. Machen wir weiter mit dem nächsten Bart. Das ist Mr. Kanye West. Und der Kanye West, der trägt oft ein Henry Quatre, so nennt sich dieser Bart. Einfach mal so ein ganz anderer Typ, ja, ein dunkler Typ. Was sagst du zum Henry Quatre? Okay, machen wir weiter. Ja, also ich glaube, Kanye West kann halt alles tragen. Kanye West ist halt einfach cool, so. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Der könnte auch keinen Bart haben oder einen halben Bart und es würde immer noch cool aussehen. Aber wenn ich mir jetzt diesen Bart an, ich würde jetzt mal einen Querschnitt der Gesellschaft 10 verschiedenen Männern vorstellen, dann wäre es nicht ganz so geil. Okay, alles klar. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Kanye West kann den tragen, alle anderen Männer eher wahrscheinlich nicht. Schwierig. Next one. Das ist eigentlich, ja, eigentlich der Ziegenbart. Und zwar, das ist der untere Teil des Bartes hier mit Johnny Depp. Aber der Johnny Depp hat auch noch eine Moustache unten drüber. Grundsätzlich wollte ich einfach nochmal den Ziegenbart mit aufnehmen. Was sagst du zum Ziegenbart? Ah, hier haben wir es halt auch wieder. Johnny Depp ist halt cool. Und mit dem Moustache oder mit dem Schnauzer, das rundet seinen Look irgendwie ab. Das sieht ganz cool aus. Ich glaube, jeder wird da mitgehen, dass Johnny Depp so cool aussieht. Aber ein Ziegenbart an sich geht gar nicht. Okay. Das geht gar nicht. Okay. Oh. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Machen wir weiter mit dem nächsten Bart. Und zwar ist das, ja, man nennt das in Englisch, glaube ich, Soul Patch, einfach so ein Kinnbart. Ja. Ich habe heute Morgen tatsächlich noch einen Typen gesehen, ja, der genau so aussah. Das ist David Villa hier, als er beim FC Barcelona gespielt hat. Der hatte hier nur so ein kleines Bärtchen. Und mehr auch nicht. Da frage ich mich, warum macht man das? Hier so ein bisschen, also vor allem der hat ja anscheinend auch einen Bartwuchs. Und dass er sich alles rasiert, außer hier. Was sagst du dazu? Nee. Nein? Nein? Nee, das geht gar nicht. Okay. Es sieht irgendwie lächerlich aus. Ich verstehe auch den Sinn nicht. Also, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, so wie ich das persönlich jetzt aufgefasst habe. Die Frauen der Schöpfung mögen Bärte. Ja? Es darf gerne ein 3-Tage-Bart sein mit einer Kurzhaarfrisur. Es darf auch gerne ein etwas längerer Bart sein, solange es gepflegt aussieht. Es darf auch gerne mal kein Bart sein. Und es darf auch ein individueller Bart sein, solange es zum Stil und zum Overall-Look der Person passt. Ist das gut auf den Punkt gebracht? Ja, außer das Ziegenbärtchen und dieser Punkt hier. Okay, das geht nicht. Okay, das schließen wir jetzt einfach mal aus. Alles klar. So Leute, ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video einen kleinen Eindruck geben, was die Frauen der Schöpfung für Bärte an uns Männern mögen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Sehr, sehr gerne. Und freue mich schon, auf das nächste Mal mit dir was zu drehen. Oh.